Parade ist, wenn du den Ball von der Linie sozusagen parierst. Achso. Also direkt von der Torlinie, beziehungsweise im 5-Meter-Raum. Ja. Somit hätten wir auch geklärt, was die Glanzparade ist. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei oder zu Rocket League mit dem Legu. Hallo. Hallo. Und dem Hidan. Hallo. Sehr schön. Ja, wir machen jetzt Rocket League. Ich hoffe mal, dass der Legu jetzt mal anfängt, ein Spiel zu suchen. War noch in-game, wusste ich doch nicht, wenn du vom Hallo sagen wiederkommst. Ach so, ja. Ja, ich muss Der halt noch. einzige Mensch, der für Hallo einfach mal 1,5 Stunden braucht. Fast gefühlt, ja. Stimmt, das waren zwei. Ja. Viel hat ja geholfen abzulenken, aber. Ja. Nee, nee, jetzt bin ich wieder top motiviert. Warst du vorher nicht? Nach Doch. den Siegen? Nach den ganzen Siegen, ja, das stimmt. So, wir versuchen jetzt nochmal. Ich erkläre das Ganze nochmal. Lego und ich nehmen abwechselnd auf. Das heißt, wir machen halt ein paar Spiele. Die Videos gehen aber am selben Tag online. Das heißt, ihr könnt sowohl bei Lego unsere Spiele sehen als auch bei uns. Allerdings nimmt halt nicht jeder sein Spiel auf, ja. Äußerst verwirrend das Ganze. Schaut bei Lego einfach vorbei. Hallo. Kuchen. So. Sehr schön. Meine Aufnahme sieht jetzt auch sauber aus. Oh, Entschuldigung, wieder. Ich habe gerade woanders hingeguckt. Hat man gar nicht mitbekommen. Mal im Straßenverkehr auch immer. Mal kurz aufs Handy raufgucken. Ja! So, ja, wie gesagt, Rocket League, ich find's genial. Das ist ein geniales Spiel. Das macht unfassbar viel Laune. Und ich schieß kein Daneben. Tor. Daneben, daneben. Vorführeffekt. Ja, das Oh, die stimmt. schießen aber ein Tor. Oder nicht? Wenn der Hidan hat Hidan's vor ja langer Zeit auch mal gesagt. Nein! Nein! Oh, nein, du! Nice! Was habe ich vor langer Zeit? Jeder hat vor langer Zeit einmal gesagt, Florian, man merkt sofort, wenn du eine Aufnahme startest. So. Ja. Der Vorstellung. Nein, Jeder hat gesagt, dass ich dann immer mich anders verhalte, von meiner Wesensart her. Du mit unsichtbaren dritten Leuten redest. Oh! Lego da, vorbei. Oh, wie schön Drache. Ist das Rasputin? Das war alles, was ich tun konnte. Heißt der Rasputin? Nee, Raspu. Ach, Raspu. Rasputin, Waffe von der Russian Queen. Kann einer von euch Russisch? Ich kann's lesen. Vodka, Blietz, Eschek, nein, das ist Kroatisch. Polnisch? Was ist jetzt passiert? Blood kenne ich. Wie kann man eigentlich einen zerstören? Schnell bist du gegen ihn fährst. Einfach mit voller Pulle Turbo gegen ihn ballern. Ich muss aufhören zu lenken, wenn ich das erste Mal gesprungen bin. Da geht's zum Ball. Wow. Nein! Very good. Ha, rückwärts hier. Ach shit, ey, die machen ganz schön machen Druck. Machen es uns nicht leicht diesmal, hä? Nein. Toll, immer in meinen Aufnahmen kriegen wir die schweren Gegner. Ey, was soll das denn heißen? Oh, Tor! Ja. Nice! Vorlage! Ja, dazu muss man aber sagen, die ersten 1-2 Minuten stand ich nur auf der Torlinie fast. Guck mal, einfach der Winkel korrigiert und gut ist. Wolltest du ein Torwart spielen? Ich bin erstmal hinten gelegen, um zu gucken, wie die überhaupt reagieren. Ah. Oh, erster Ballkontakt. Lego versucht es auch mit Fahrrückziehern. Mach ich doch schon die ganze Zeit. Echt? Mir ist jetzt erst gerade aufgefallen. Das ist ganz schön hochkonzentrierter Profifußball hier. Profi-Autofußball. Jetzt langsam werden die Gegner ja auch mal ein bisschen schwerer. Ja, stimmt, nachdem wir jetzt 300 Ränge aufgestiegen sind. 1000. 1000, oh, 1000, 1000. Hast du das gesehen in der Luft? Ja, ich hab sogar auf Video. Go, 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 go! Woohoo! Ah, das mit dem Fliegen kriege ich langsam hin. Nice. Jetzt guck mal, Joachim. Und ich fliege! Und scheiße Geld! Ja. Sehr schön, wie eine Fluglinie. 86 km/h. Fliege und scheiße Geld. Oh, Lego hat's getroffen. Lego hat ihn getroffen, okay.
ursprünglich war der Plan, dich ins Tor zu schießen, aber... Mich ins Tor zu schießen? Ja. Hat nicht so gut geklappt, ne? Ah, oh, verdammt. Ein bisschen verschätzt, dass da noch Leute stehen. Danke. Falsche Richtung gefahren. Och man, warum? Weil er das kann. Das ist so schön gekommen, ey. Ja. Ah, schade. Ich war Freude gleich auf deine. Wie ich einfach mal so rückwärts den Ball wegziehe den Gegnern. Ah, shit. Den wollte ich auslöschen. Oh, sauber geklärt. Glanzparade. Gleich mal das Achievement freischalten. Ich glaube, du brauchst 20 Glanzparaden oder so, ne? Ja. Da stand irgendwas mit 20. Ach shit, jetzt bin ich rübergesprungen über den Ball. Der war so schön ins Tor reingegangen. Sonst. Andernfalls. Nice, der kommt doch gut. Der kommt doch genau auf Legus Fresse. Naja. Naja, fast. Hier, dann mach es. Versucht. Oh. Pass! Krüppel. Ja, ausgespielt. Ja, Flo. Los, Flo. Tor von der Tour, super ausspielen, ne? Ja. Ja, guckst du noch. Und jetzt spielt er sie alle drei aus. Hast du gut gemacht, ja. Ja, ich habe aber nur zwei gesehen. Das dritte war Zufall. Ich kuller da blöd durchs Tor. Ja, einer muss ja blöd durchs Tor kullern, ne? Bleib mal hier hinten. Die Quoten sind da. Ja. Wow, wird direkt zu unserem Tor zurückgeschoben. Komm schon, Flo, du spielst ja alleine schwindlig. Ah, ich wollte einen Fallrückzieher machen. Wer ist jetzt gestorben? Ich. Macht aber nichts. Nein, du schießt kein Tor. Sehr gut. Oh, 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 oh. 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 Ja. Super Sieg. 21 von 30. Errungenschaft. Oh, ich habe jetzt einen Zylinder. Ich habe Schleim als Raketensprung. Der ist bestimmt auch nice, ja. Wie der Raketenschleim aussieht und wie der Zylinder aussieht, sehen wir im nächsten Video. Schaut bei Lego vorbei für den nächsten Part. Und dann geht's demnächst wieder rund. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke Lego, danke Hidan. Ja? Bye bye, loneliness.